18.02.2024. Hallo, liebe Fußballfreaks, und ganz herzlich willkommen zum 22. Spieltag in der Saison 2023-2024. Die Roten Teufel sind in fremden Gefilden unterwegs und wir sind auch mal wieder mit dabei, hier auf der Autobahn. Irgendwo, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wo wir sind, aber ich weiß, mit wem ich bin. Das ist einmal die Bella hier. Hallo. Ich wollte gerade sagen, ich... Hi, Ben! Ich zähle mich auf die Straße. Ja, gut. Über diese. Ach Gott, seht mich an, ich bin die Bella, ich muss Auto fahren. Also dich lasse ich nicht Auto fahren, zumindest nicht mit meinem Auto. Das finde ich diskriminierend. Leiht ihr mir euer Auto? Nein, gut, dann reden wir nicht drüber, sondern kommen wir zum Sportlichen. Der erste FC Kaiserslautern hat am vergangenen Spieltag souverän mit 1:2 die gefühlt 48. Niederlage im 21. Spiel hinnehmen müssen. Es war echt hart und ekelhaft, aber das ist alles vollkommen vergessen, denn es funkelt jetzt auf dem Betzenberg oder wieder oder ich hoffe bald wieder, wie auch immer. Friedhelm Funkel ist zurück in Kaiserslautern. Das ist einfach so unfassbar geil. Meine Meinung darüber habt ihr ja schon gehört und jetzt hört ihr auch die von Ben. Geil. Ihr habt die fachliche Meinung gehört. Ihr wisst, dass es jetzt einfach keinen anderen Weg mehr gibt als 39 Punkte aus den kommenden 13 Begegnungen. Das war seine fachliche Meinung. Nee, also als kleiner Funfact an dieser Stelle, jetzt war Friedhelm Funkel tatsächlich überall da Trainer, wo er auch gespielt hat. Das finde ich tatsächlich witzig. Witzig finde ich übrigens auch, dass wir gerade rausfahren. Sehr schön. Das freut mich, da kann ich mir die Beine vertreten, denn die Strecke sind ja immerhin 300 Kilometer und die nehmen wir natürlich unglaublich gerne auf uns, um das Debüt unseres neuen Coaches live mitzuerleben. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze erfolgreich sein wird und ich glaube, die Verwirrungstaktik, die der FCK an den Tag gelegt hat, die funktioniert sehr, sehr gut, denn die heutige Begegnung ist tatsächlich die dritte in dieser Spielzeit. Und ja, der Joke dabei ist, dass es bisher jeweils einen anderen Trainer gab. Also in der Liga war es Dirk Schuster, dann war es im DFB-Pokal Grabotzis und jetzt ist es einfach Friedhelm Funkel in der Rückrunde. Wie krass ist das denn? Also wie sollen die armen Klubberer sich denn darauf einstellen? Aber mal ganz ehrlich, ich möchte das nochmal sagen, ne? Die Entlassung von Grabotzis, menschlich tut mir das echt enorm leid, aber eben faktisch nicht, weil es... ja, schaut euch einfach mal diesen Punkteschnitt an. 0,5 Punkte aus 6 Spielen. Das ist einfach viel zu wenig. Und dieser eine Sieg war ja auch noch gegen seinen Ex-Club, den Schalke 04. Und ich lasse jetzt einfach mal die Kommentare der Schalker ohne weitere Bemerkung meinerseits. Denn ja, was soll man denn dazu sagen? Gut, scheiß wir drauf. Kümmern wir uns nicht mehr drum. Jetzt geht es um die Zukunft und um die 90 Minuten, die jetzt kommen werden. Wie erwähnt, das DFB-Pokalspiel haben wir für uns entschieden. Und ja, das bringt uns einen Sieg mehr auf die Gesamtbegegnungsstatistik. Und das ist natürlich sehr schön. Aber in der aktuellen Tabelle sieht die Sache doch etwas anders aus. In der Vorspieltagstabelle stehen wir auf Rang 16, der Club 8 Punkte mehr auf dem Konto, weit über uns. Aber ich hoffe natürlich, dass es nach diesem Spiel nur noch 5 Punkte sein werden. Und wenn ich schon bei 5 bin, in den letzten 5 Spielen hatte der Club auch nicht gerade so, naja gut, sie haben 5 Punkte geholt. Gut, ich weiß, dass eins davon ein Freundschaftsspiel war, aber sonst wäre mein Zahlenspiel mit den 5ern nicht so cool gekommen. Ne? Versteht, ne? Gründe. Aber nee, ich hoffe natürlich, dass heute der Effekt wirkt und Friedhelm die Jungs mit seiner Art, seinem Wissen und seinem Können angesteckt hat. Also diese beiden Pressekonferenzen, die er bisher gegeben hat, die haben mir mehr Zuversicht gegeben als so unglaublich viel, was ich bisher in der Vergangenheit gesehen habe. So, das war's jetzt aber auch schon. Wir machen uns weiter auf dem Weg, sobald Bella wieder zurück ist. Oder sie hat mich ausgesetzt, ich weiß es nicht. Wenn ihr irgendwo einen dicken, armen Matze an einem Rastplatz seht, nehmt ihn bitte mit. Nee, also, ich freue mich jetzt drauf auf diese Begegnung, auf den restlichen Tag, auf ganz viele tolle Menschen. Und ja, ich glaube, das war's, ne? Muss ich noch irgendwas sagen? Nee. Darum würde ich jetzt sagen, lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und ich halte euch auf dem Laufenden.
nun angekommen in Nürnberg nach einer wirklich wunderschönen Fahrt. Ich freue mich jetzt drauf, das Max-Morlock-Stadion gleich von innen begutachten zu können. Mal wieder, bin ja nicht das erste Mal hier. Aber, wie erwähnt, heute muss es eigentlich laufen, ne? Neuer Coach, Friedhelm Funkel, sehr, sehr geil. Und von ganzem Herzen wünsche ich unserem ehemaligen Torwarttrainer und einer Legende, Gary Ehrmann, alles, alles Liebe zum 65. Geburtstag. Bleib wie du bist, hau rein, pass auf dich auf und auf noch ganz, ganz viele Jahre und ganz erfolgreiche Jahre mit deinem FCK. Die Aufstellung ist draußen. Ich glaube, das sieht eigentlich mal ganz gut aus, aber, und das ist etwas, was ich auch sagen möchte, selbst wenn es heute nicht klappt, alles braucht seine Zeit und jeder hat seine Zeit auch verdient. Also abwarten, aber ich bin äußerst optimistisch. Das wird. FCM am 11.12. die richtige Entscheidung getroffen. Bleibt bei
Arschlöcher! Nürnberger Arschlöcher! So, liebe Fußballfreaks, ich möchte die Halbzeitpause nutzen, um mich bei ein paar ganz, ganz wundervollen Menschen zu bedanken. Und zwar zuallererst, unbekannterweise, für die tolle Postkarte aus Lugano. Wir freuen uns ja wirklich jedes Mal über Post. Kein Spaß. Wenn ihr uns auch eine kleine Freude machen wollt, unten in der Beschreibung steht unser Postfach. Wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Darum auch ein herzliches Dankeschön an Tanja und Frank, die uns aus Elversberg eine selbstgemachte haben schicken müssen, weil Elversberg-Touristik scheint nicht ganz so gut zu sein. Aber vielen, vielen herzlichen Dank, ihr wundervollen Menschen. Ein Dank geht auch raus an den lieben Sascha, der mir heute hier diese ganzen Sticker geschenkt hat. Dafür auch echt mega merci. Ihr wisst, ich sammle die und die werden natürlich auch fleißig verklebt. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht raus an all diese wundervollen Menschen hier. Das sind unsere Kanalmitglieder, die uns mit einem monatlichen kleinen Obolus in dem, was wir hier tun, unterstützen. Wenn dir das auch gefällt, unten unter diesem Video gibt es einen Button Mitglied werden. Das Ganze ist selbstverständlich absolut freiwillig und niemand soll sich zu irgendetwas gezwungen fühlen. Und wir wissen auch, dass es den einen oder anderen gibt, der das eben finanziell nicht kann. Wenn ihr uns trotzdem unterstützen möchtet, könnt ihr das tun mit einem Daumen hoch, einem kostenlosen Abo oder einfach nur weitererzählen. Und wenn euch das Ganze hier nicht gefällt, ist das auch gar kein Thema, aber dann wäre es wirklich mega cool, unten in die Kommentare einfach eure Meinung reinzupacken. So, und jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit.
So, liebe Fußballfreaks, das war's dann also vom Auswärtsspiel gegen den Club aus Nürnberg. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin etwas über diesen Punkt enttäuscht, denn insbesondere die erste Halbzeit hat gezeigt, dass wir eigentlich die weitaus bessere Mannschaft waren und hätten die drei Punkte auch eigentlich mit zurück in die Pfalz nehmen können. Aber der Fußball geht nun mal über weitaus mehr als nur 45 Minuten. Das Spiel selbst, muss ich echt sagen, es hat ja begonnen mit Fanprotesten, wie immer gegen die DFL-Investoren, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann kam ja diese sehr lange Spielunterbrechung, weil Ultras aus Nürnberg den Platz mit einem Banner gestürmt haben. Dafür Respekt auf jeden Fall, und ich habe es in meinem letzten Video gesagt, dass sämtliche Störaktionen gegen diese Scheiß-Investoren, Müll, Dreck, Scheißkacke da absolut legitim sind, und deswegen Respekt davor. Kurze Intervention an dieser Stelle, damit ich das nicht vergesse. Selbstverständlich haben auch wir gegen die Investoren protestiert und, wie so oft, Tennisbälle aufs Feld geworfen. Und ein Nürnberger hatte tatsächlich einen Tennisschläger mit dabei. Also das ist schon, das hat Stil, das finde ich cool. Großer Daumen hoch. Weiter geht's. Der FCK hat das Spiel dann weitaus besser angenommen und ist dann auch wirklich verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Denn in der ersten Halbzeit hat man einfach nichts von den Gastgebern gesehen. Wir waren die ganze Zeit vor dem Tor, haben geackert, haben gemacht, aber ja, dann kam die zweite Halbzeit und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass der FCK da doch ziemlich gepennt hat. Und dann kam dieser Distanzschuss, der dann eben zum 1:1 geführt hat, und wir sind dann einfach komplett aus dem Tritt gekommen, finde ich. Haben leider nicht mehr so zurückgefunden, dass wir eben noch den, ja, ich sag mal, Siegtreffer hätten erzwingen können, aber so ist es nun mal. Und jetzt gehen wir mit einem Punkt nach Hause, sind jetzt wieder 16. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass Redondo von Beginn an dabei war, denn ich glaube, er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war aktiv, war präsent auf dem Feld, hat geackert, hat gemacht, hat getan. Clement, die Einwechslung, da war ich echt gar nicht zufrieden, denn ja, das hat irgendwie weder vorne noch hinten gepasst. Jetzt steht der FCK, wie gesagt, mit einem Punkt da, aber es ist nun mal der erste Punkt im fremden Landen seit Oktober. Dementsprechend wenigstens etwas Besserung. Jetzt heißt es, am kommenden Samstag im Derby gegen den KSC Vollgas geben und die drei Punkte zu Hause behalten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das habe ich vor dem Spiel gesagt, dass wir die drei Punkte brauchen und wir eigentlich mehr oder weniger zum Siegen verdammt waren. Aber jetzt wirklich, denn einfacher wird es nun mal einfach nicht. Was war aber sonst noch? Eine Sache, über die ich mit euch ganz dringend sprechen möchte, ist, Hansa Rostock geht halt einfach mal eiskalt hin und verkauft das Vorsängerpodest des HSV auf eBay Kleinanzeigen. Wie krass ist das denn? Also wirklich, das hat mich mehr als nur beeindruckt und ich habe sehr darüber lachen müssen. Also große Daumen hoch für die Aktion. Richtig krass. So, wir haben jetzt noch etwas Wegstrecke vor uns, denn wir sind nach wie vor mit dem Auto unterwegs. Keine Ahnung, wie weit noch. Irgendwo unterwegs gehen wir auch noch was phrasen, weil Hunger. Aber jetzt unterm Strich, dieser Tag, der ist irgendwie sehr, sehr frustrierend gewesen. Ich hätte mich unglaublich gerne mit den Jungs vom Beklub TV getroffen, falls ihr die nicht kennt. Link dazu unten in der Beschreibung. Lasst ein Abo und ganz liebe Grüße von mir da. Das hat nicht geklappt. Dann wollte ich auch den lieben Marc treffen. Auch Link zu seinem Kanal unten in der Beschreibung. Aber hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und das ging einfach den ganzen Tag durch. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Scheiße, ich bin einfach frustriert. Wie gesagt, wir hätten die drei Punkte verdient gehabt. Jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich würde sagen, nächste Woche sehen wir uns im Blog beim Derby gegen den KSC. Haut rein und ciao.